Deutschland eingeführt. Diese im Energiewirtschaftsgesetz verankerten Regeln haben sich aus unserer Sicht bewährt. Die Sicherstellung der Gasspeicherbefüllung war ein wesentlicher Bestandteil für die erfolgreiche Bewältigung der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Krise auf den Energiemärkten. Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit wurde dabei durch einen Mix ganz verschiedener Maßnahmen erreicht. Ich habe schon genannt, die verpflichtenden Füllstandsvorgaben für die Gasspeicherung, die Ausschreibung von zusätzlichen Gasspeichermengen und eine sogenannte Use-it-or-lose-it-Regel, bei dem, das ist ein Bereitstellungsmechanismus für ungenutzte Kapazitäten, sowie durch den Erwerb von physischen Gasmengen durch den marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe. Jetzt fragen Sie sich, warum erzählt er das alles? Wir haben nämlich heute den Bericht, einen Evaluierungsbericht nach dem Energiewirtschaftsgesetz im Kabinett miteinander besprochen und auch beschlossen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz empfiehlt in diesem Bericht eine Fortgeltung der Regeln, die wir im vergangenen Jahr eingeführt haben, bis April 2027. Und dieser Forderung, dieser Empfehlung hat sich das Kabinett heute angeschlossen. Und das ist auch das, was ich von heute aus dem Kabinett zu berichten habe. Dann schlage ich vor, das Auswärtige Amt hat noch eine Reiseankündigung, dass wir die direkt erstmal dazu nehmen. Gern. Ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin heute Abend für 2 Tage in die Mongolei ankündigen. Am Donnerstag wird die Außenministerin in Ulaanbaatar an einem der von der Mongolei veranstalteten Außenministerinnen-Treffen teilnehmen. Ich habe jetzt mit Absicht nicht gegendert, weil es handelt sich tatsächlich um ein Treffen von weiblichen Außenministerinnen. Sie ist dort Mitgastgeberin neben der französischen Außenministerin und natürlich ihrer mongolischen Amtskollegin. Es werden Teilnehmerinnen aus Asien, Afrika und Europa erwartet. Das ist das erste derartige Treffen in Asien. Der Freitag steht dann im Zeichen der bilateralen deutsch-mongolischen Beziehung. Die Außenministerin wird zunächst ihre Amtskollegin zum Gespräch treffen. Später ist dann noch ein Treffen mit dem Präsidenten der Mongolei geplant. Am Nachmittag wird die Außenministerin vor den Toren der Hauptstadt eine Ausbildungsmission der Bundeswehr besuchen. Deutschland trainiert dort ein mongolisches Peacekeeping-Kontingent und unterstützt beim Aufbau einer mongolischen Gebirgsjägereinheit. Die Mongolei ist als Demokratie und trotz der großen räumlichen Distanz ein enger und verlässlicher Partner Deutschlands, nicht nur in den Vereinten Nationen. Sie ist aber auch ein Land in einer komplexen geopolitischen Lage zwischen ihren beiden einzigen Nachbarn Russland und China. Unsere beiden Länder verbindet der Wunsch, Abhängigkeiten abzubauen und ihre Wirtschaft zu diversifizieren. Danke. Dann frage ich mal als Erstes, gibt es Fragen zur Reise der Außenministerin? Herr Clement, auf diesem Mikro. Ja, können Sie noch mal etwas genauer ausführen, was das Ziel dieses Treffens der Außenministerinnen am Donnerstag ist? Und dann haben Sie ja von einer komplexen geopolitischen Lage gesprochen. Herr Klingbeil war ja vor kurzem da und hat von einer Insel der Demokratie zwischen Russland und China gesprochen. Wäre das auch so die Überschrift für das strategische Interesse dieser Reise? Also zu dem Treffen, sozusagen, dass die Mongolei jetzt als erstes asiatisches Land so eine Konferenz zu feministischer Außenpolitik organisiert, zeigt ja, dass diese Politik mittlerweile bei Regierungen auf wirklich allen Kontinenten ein Thema ist. Da geht es natürlich um so Themen, wie wir zusammen in den VN für eine friedlichere, gerechtere, nachhaltige und wirtschaftliche Teilhabe wirken können. Und dass das eine Priorität unserer Außenpolitik ist, haben wir immer wieder deutlich gemacht. Insofern ist das eine schöne und gute Initiative. Und zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Ich habe ja ausgeführt, dass gerade weil die Mongolei eine Demokratie ist, sie natürlich es zu einem besonders engen Partner macht. Wir arbeiten mit der Mongolei besonders eng in den Vereinten Nationen zusammen, zum Beispiel auch beim Peacekeeping, waren lange zusammen in Afghanistan engagiert. Insofern ist das natürlich ein wichtiger Aspekt und sicher auch ein Teil dieser Reise. Kurzer Zusatz noch. Gehen Sie davon aus, dass Frau Baerbock ebenfalls ein Pferd geschenkt bekommt? Ich habe gehört, dass das zur Tradition dieses Landes gehört. Ich kann dem aber nicht vorgreifen. Wir werden sehen, was in der Mongolei passiert. Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jordans? Eine kleine logistische Frage oder zwei. Wird die Außenministerin mit ihrer französischen Kollegin dahin fliegen? Und es ist, glaube ich, nicht so einfach, in die Mongolei zu fliegen, ohne über Russland zu fliegen. Aber das wird wahrscheinlich notwendig sein, oder?
Also zum zweiten Teil in der Tat bei allen bisher allen Reisen, zumindest an die ich mich erinnern kann, in Teile der Welt, die sozusagen von Deutschland gesehen im Osten liegen, sind wir immer um Russland rumgeflogen und das wird auch diesmal der Fall sein. Und meine Information nach, aber das würde ich gleich nochmal verifizieren, ist die liechtensteinische Außenministerin Gast auf dem Flug. Die französische Amtskollegin reist separat an. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann kehren wir zurück zum Kabinett. Da gab es auch mehrere Fragen, die zumindest im weiteren Sinne mit dem Thema Energie verbunden sind. Erstmal die Frage, gibt es direkt zum Bericht im Kabinett Fragen? Herr Viehweger? Ja, Herr Hebestreit bzw. Frau Ungard, ist bei der Evolution und hat bei der Evolution auch eine Rolle gespielt, welchen Effekt auf die Preise dieses Gesetz hatte? Auch Minister Habeck hat ja mal gesagt, als es darum ging, dass es natürlich einen gewissen preistreibenden Effekt hatte, als die Unternehmen wussten, der Staat will unbedingt, dass die Gasspeicher stärker gefüllt sind. Ich habe in der Pressemitteilung dazu jetzt nichts gelesen, deshalb will ich nochmal nachfragen, inwieweit haben die Preise, die Preisentwicklung eine Rolle gespielt? Beginnt auf jeden Fall. Hauptgegenstand der Evaluierung war die Fortsetzung des EnWG 35a, das heißt die Fortsetzung oder die Verlängerung des Gasspeichergesetzes nochmal um 2 Jahre. Dieser Evaluierungsbericht wird jetzt dem Bundestag vorgelegt und der Bundestag kann dann beschließen und so unsere Hoffnung auch, dass er beschließt, das Gasspeichergesetz nochmal um 2 Jahre zu verlängern. Hintergrund ist, dass die Versorgungslage immer noch nicht sicher ist, auch für den nächsten Winter noch nicht sicher ist. Solange die LNG-Lieferungen nicht in dieser Form, in dieser Größenordnung, wie sie notwendig sind, aufgestellt sind. Es gibt ja jetzt 2 FSRU, aber stehen ja noch diesen Winter aus und wir wissen auch nicht, wie der nächste Winter ist. Bevor das nicht geklärt wird, würden wir gerne in dieser Form noch das Gasspeichergesetz verlängern. Sie sprechen die Kosten an. Wie gesagt, das ist nicht Teil des Evaluierungsberichts. Da ging es nur um diese EnWG 35a, Fortsetzung des Gasspeichergesetzes. Wenn Sie die Zahlen ansprechen, als das Gasspeichergesetz gekommen ist und die Speicher sehr leer waren, die standen ja zum Teil gerade die großen Speicher in Reden bei 0%, da musste schnell gehandelt werden. Und da hatte TAE den Auftrag gehabt, diesen Speicher im Auftrag der Bundesregierung zu befüllen. Da waren die Preise natürlich generell die Energiepreise aufgrund des Angriffskriegs aus Russland sehr hoch. Die Preise haben sich ja mittlerweile geändert, sodass wir dieses Preisproblem derzeit noch nicht mehr sehen. Nachfrage? Entschuldigung, es ist nicht ganz klar. Wird bei so einer Evaluierung auch geprüft, welche Effekte ein Gesetz auf die Marktpreise hat? Kann sein, in dem Fall, es kann bei einer Evaluierung so sein, in dem Fall war das nicht der Fall. Weitere Fragen zum Bericht? Herr Jessen? Ja, Herr Hebestreit, hat denn bei der Diskussion des Berichts und der Konsequenzen, die ja der sicheren Gasversorgung dienen sollen, eine Rolle gespielt, dass die Preise an den Märkten inzwischen wieder auf dem Niveau vor Beginn des Angriffskrieges gelandet sind? Die Kunden, die Verbraucher des Gases, von diesem Rückgang aber bislang relativ wenig spüren, erwartet die Bundesregierung, dass diese Preisrückgänge weitergegeben werden? Hat sie eventuell Maßnahmen im Blick oder im Hinterkopf, um dies bei den Gasversorgern zu beschleunigen? Das hat in der heutigen Diskussion im Kabinett keine Rolle gespielt. Wenn es heute keine Rolle gespielt hat, sehen Sie es aber dennoch im Gesamtkontext der Energieversorgung als einen relevanten Aspekt an, der auch die Bundesregierung letztlich zu beschäftigen hat? Ich glaube, dass die Marktentwicklungen und auch die Preisentwicklung an den Märkten etwas ist, was in der Bundesregierung genau beobachtet wird und dass es da gewisse Korrekturen auch der Preise, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, davon natürlich auch einhergehen, ist auch klar. Sonst würde ich an das BMWK abgeben wollen, ob wir da jetzt eine konkrete Folgerung rausschließen müssen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Kann das BMWK ergänzen? So, Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass Sie mich anschauen. Es gibt ja die Markttransparenzstelle, die überprüft, wenn Preise, überhöhte Preise, die nicht gerechtfertigt sind, die in dem Markt nicht gerechtfertigt sind, angeboten sind. Und da hat ja die
das Bundeskartellamt auch schon dazu berichtet und hier einige, auch insbesondere beim Thema Strom, auch einige Verfahren schon angeschoben. Können Sie ja auf der Presse, bei der Pressemitteilung Bundeskartellamt sehen. Generell ist es so, dass wir die Preise natürlich beobachten. Wir sind froh, dass die Preise natürlich runtergegangen sind. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich auch, dass die Unsicherheit, die letztes Jahr vorgeherrscht ist, nicht mehr vorhanden ist. Eben auch aufgrund der gefüllten Speicher unter anderem. Also ist ein Punkt auch, dass unsere Versorgung mehr und mehr sichergestellt wird. Dadurch beruhigt sich auch die Preise. Und was wir auch beobachten, sind, dass die verschiedenen Anbieter auch wieder, das war letztes Jahr auch nicht so, wieder verstärkt neue Tarife anbieten für Neukunden oder für Wechselkunden, dass da auch wieder niedrige Tarife angeboten werden. Also das ist schon etwas, was der Markt dann auch regelt derzeit. Weitere Fragen dazu, Herr Jung. Ja, eine Verständnisfrage, Frau Ungrad. Wenn jetzt, wie Sie sagen, die Unsicherheit nicht mehr vorhanden ist, warum ist denn jetzt trotzdem eine LNG-Überversorgung nötig? Es gibt keine LNG-Überversorgung. Das haben wir auch schon mehrfach zur Geltung gebracht. Die Unsicherheit meinte ich in Bezug auf diesen Preissprung aufgrund des Angriffskriegs in Russland, wo man nicht wusste, wo kommt das Gas her. Mittlerweile haben wir ja verschiedene Punkte auf den Weg gebracht. Wir haben zwei FSRUs sind am Start, zwei weitere werden noch folgen. Dann später dann in fest übergehen, dann werden die FSRU wieder zurückgezogen. Wir müssen natürlich auch den gesamten europäischen Markt im Blick haben. Wir wissen nicht, wie der sich entwickelt. Wir wissen nicht, was in der Ukraine ist. Wir wissen nicht, wie das Gas, was kommt derzeit, zum Beispiel aus Norwegen, kommt das auch weiter aus Norwegen? Was ist mit der, kann, was mit der Pipeline passieren? Wir müssen auch auf dieses Thema Sicherheit setzen. Wir können im BMWK nicht, was die Gasversorgung geht, auf Kante nähen. Wir müssen auf Sicherheit gehen. Das ist der Sinn dessen, was wir machen im BMWK. Wir müssen auf die Versorgungssicherheit setzen. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe des Ministers. Also ist Unsicherheit doch noch vorhanden? Wie bitte? Ist Unsicherheit also doch noch vorhanden? Die Unsicherheit, das habe ich Ihnen vorhin aber in meinem ersten Satz erläutert, bezog sich auf den russischen Angriffskrieg. Herr Kliss. Frau Ungrade, haben Sie Signale von der Landesregierung in Mecklenburg, ich sitze hier hinter Herrn Fiedliger, dass diese in Mukran geplanten FSUs, wie Sie sagen, gebaut werden können? Oder gibt es noch keine Signale von der Landesregierung? Die FSU, die ich angesprochen habe, das war Brunsbüttel und Wilhelmshaven und zwei weitere in Stade und Wilhelmshaven 2. Wir sind derzeit in Gesprächen mit der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern zu diesen FSU. Zusatz, wenn die beiden Schiffe in Mecklenburg-Vorpommern vor Rügen nicht kämen, Sie aber die anderen vier haben, würde das reichen für die Versorgungssicherheit? Nach unserem jetzigen Stand nicht. Das würde also den Stand noch unter dem Stand der russischen Gaslieferung abdecken mit den vier. Deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, auch weil die Anbindung von Mukran sehr, sehr gut ist, auch in Bezug auf den Osten, Bezug auf Osteuropa, dass diese FSRU auch an den Start gehen. Und dazu sind wir in Gesprächen mit der Landesregierung. Weitere Fragen? Dazu, Herr Klissmann. Ich habe es nur richtig verstanden. Es gibt noch keine Signale von Frau Schwesig, dass die Landesregierung das bauen möchte, zusammen mit dem BMWK. Müssen Sie die Landesregierung fragen? Ich kann Ihnen derzeit hier dazu nichts berichten. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wäre Herr Brössler noch dazu ein anderes Thema. Ein Thema, ich nehme Sie auf die Liste natürlich, ein Thema, was aber genannt wurde, ein bisschen themenverwandt, Heizungsgesetz wurde mir zweimal zumindest bislang genannt, Herr Ratz unter anderem. Ja, vielen Dank. Frage an Wirtschaft und Finanzen bitte. Zu der Förderung der geplanten, mit welchen Kosten rechnen Sie da jährlich und aus welchem Topf soll das Geld bezahlt werden? Danke. Also derzeit ist ja das Gesetz, hat jetzt schon Strukturen mehr angenommen, beziehungsweise das, was die Koalitionsfraktionen beschlossen haben, hat jetzt für Strukturen angenommen. Wir sind gerade dabei, jetzt das Gesetz zu ändern und dann den Koalitionsfraktionen beziehungsweise dem Bundestag zu übergeben. Das sehr, sehr, sehr zeitnah passieren. Wenn das passiert ist, dann würden wir auch kommunizieren zu eventuellen Höhen, was die Kosten angeht. Bis dato sind wir
noch dabei, dieses Gesetz, wir haben das ja auch erst vor 2 Tagen sozusagen mit den Koalitionsfraktionen endbeschlossen und das muss jetzt erst noch mal aufgearbeitet werden und vorher kann ich dazu nichts sagen. Zusatz vielleicht, Sie sind aber zuversichtlich, dass auf Basis der Einigung gestern Ihnen gelingen wird, einen Gesetzesentwurf zu verfassen, ja? Sehr zu, extremst zuversichtlich. Herr Nienaber? Eine Frage an Herrn Hebestreit, auch da anknüpfend. Jetzt haben ja die Koalitionsparteien, die Fraktionen, die gefühlt zehnte Einigung zu dem Gebäudegesetz verkündet. Was sagt das eigentlich über die Stabilität der Koalition aus, wenn man andauernd eine Einigung verkündet, die dann wieder in Frage gestellt wird, um dann noch mehrere Male danach eine Einigung zu verkünden? Vielen Dank. Herr Nina, aber ich könnte Ihnen jetzt nochmal das parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland erklären und den Gesetzgebungsprozess, das erspare ich uns beiden. Klar ist, die Bundesregierung hat im April, war es glaube ich, das Gesetz auf den Weg gebracht. Dann hat die Koalition, bevor es in den Bundestag eingebracht worden ist, dabei noch Korrekturen vorgenommen, sogenannte Leitplanken formuliert. Und diese Leitplanken sind jetzt ins gesetzgeberische Verfahren miteinander übersetzt worden. Und jetzt, das hat die Kollegin vom BMWK ja auch gerade gesagt, wird dieses Gesetz in einem üblichen parlamentarischen Verfahren angepasst, sodass am Ende, der Bundeskanzler hat sehr früh auf das sogenannte Strucksche Gesetz verwiesen, nämlich dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es hineingegangen ist. Genau das ist der Prozess jetzt. Und dann muss ich sagen, es gibt ja auch ein gewisses mediale Interesse und auch immer wieder Zuspitzungen. Und jeder Kompromiss ist sofort ein Durchbruch. Dadurch muss man sagen, müssen Sie sich auch mit an die eigene Nase fassen, dass all das, was ein übliches Verfahren ist, immer wieder zu einer Art Showdown hochsterilisiert wird, hat Bruno Labbadia, glaube ich, zu einem Bonmot mal gesagt. Also dass das ein bisschen hochstilisiert und übertrieben dargestellt wird. Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt Klarheit haben, Klarheit bekommen, was für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger beim Thema Gebäudeenergiegesetz tatsächlich kommt. Es gibt eine massive Förderung, es gibt Übergangsfristen und es das, was der Bundeskanzler sehr früh gesagt hat, nämlich, dass niemand überfordert wird, niemand vor unüberwindliche Hürden gestellt wird, dass genau das jetzt in diesem Gesetz umgesetzt wird, dass das mal, das hat ein anderer gesagt, mal ruckelt, das ist so, aber ist auch ein übliches Verfahren. Und insofern ist es jetzt gut, dass Sie sich das angucken, bewerten und danach, dass es dann umgesetzt wird. Und das ist dann ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz in Deutschland, was den Gebäudeenergiebereich betrifft. Herr Clement. Frau Ungrath, ich hätte noch mal eine Frage zum Verfahren. Sie haben gesagt, im Ministerium wird das Gesetz jetzt überarbeitet. Das heißt, es gibt jetzt keine Änderungsanträge aus den Fraktionen, sondern Sie überarbeiten. Ist das so richtig? Und wann geht es dann auf welchem Weg an den Bundestag zurück? Genau, das Gesetz wird geändert durch uns und geht dann sehr zeitnah an die Koalitionsfraktionen zurück, die dann weiter in das parlamentarische Verfahren damit arbeiten. Sehr zeitnah heißt das jetzt noch vor diesem Wochenende? Ich kann jetzt die genaue Zeitpunkt nicht sagen, aber das muss schon sehr zeitnah passieren, ja. Herr Steinkohl. Kann das denn vorgelegt werden, vor der Expertenanhörung, die für Montag geplant ist? Ja. Und die andere Frage ist, die Union klagt schon wieder, es handelt sich erneut um ein Beispiel dafür, dass man auf allerkürzesten Zeitraum ein Gesetz vorgelegt bekommt und beraten soll, das sehr komplex ist, wo die Beratungszeit eigentlich gar nicht ausreicht. Was sagen Sie dazu? Also wir haben jetzt, werden das Gesetz jetzt in sehr, sehr zügig ändern und das den Koalitionsfraktionen zulegen. Das andere ist innerhalb im Raum des parlamentarischen Verfahrens zu klären. Ganz kurz, und soll das am nächsten Freitag dann auch durch den Bundesrat gehen, also Freitag nächster Woche? Das ist auch ein parlamentarisches Verfahren, was dort geklärt werden muss, was den Zeitpunkt angeht. Frau Hasenkamp. Auch nochmal Frau Ungrath, also nochmal der Versuch einer inhaltlichen Nachfrage zum Gesamtvolumen. Haben Sie gesagt, können Sie noch nichts sagen. Haben Sie denn eine ungefähre Vorstellung, wie viele Hausbesitzer sozusagen unter die Kategorie der Sozialstützung, der besonderen Sozialstützung fallen? Also muss ich wirklich um Verständnis bitten. Wir haben das auch, also die Einigung war vorgestern Nacht und das werden wir jetzt alles Schritt für Schritt schnell aufarbeiten. Wir werden dann auch kommunizieren dazu. Da muss ich um Verständnis bitten, dass ich da heute noch nicht ausführlich kommunizieren kann, weil erst sich die Fraktion hier dazu auch nochmal
mit dem abschließenden Gesetz committen müssen. Wenn das passiert ist, dann werden wir auch ausführlich dazu kommunizieren auf den üblichen Kanälen, auch mit FAQs und Ähnlichen. Und da muss ich um Verständnis bitten, dass ich das jetzt hier noch nicht kann. Herr Jung. Frau Ungrad, wie soll die Wärmewende bis 2045 eigentlich abgeschlossen sein, Stand jetzt? Weil bis dahin darf ja nicht mehr, also ab dann darf ja nicht mehr mit Öl und Gas geheizt werden. Das ist immer noch der Plan. Ja, und die Frage ist, wie soll das abgeschlossen werden? Das ist ja der Plan, den wir jetzt vorlegen werden, das Gesetz, wie das dann abgeschlossen sein soll. Das wird jetzt auch dieses Gesetz garantieren? Das ist das Ziel des Gesetzes, war es ja immer der Koalitionsfraktion, dass die Wärmewende bis 2045 erfolgen soll, ja. Herr Clement? Ja, ich würde gerne auch noch mal einen Versuch zur Förderung machen, vielleicht erfolglos, weil Sie sagten, oder jetzt nach allem, was bekannt wurde, es klar ist, es soll eine Grundförderung für alle Betroffenen geben. Gab es da auch mal die Überlegung, auch da eine soziale Staffelung einzubeziehen? Das heißt zu sagen, auch eine Grundförderung bekommen nur bestimmte Gruppen, die eben auch überfordert sind, in einer finanziellen Situation sind, dass sie eine solche Investition nicht stemmen können. Ja, das ist eine Einigung der Koalitionsfraktionen. Und insofern müssen Sie sich an die Koalitionsfraktionen wenden, wie die Staffelung aufgeteilt ist. Was ich aber noch sagen kann als Ergänzung, das hatte ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich kann zwar die Summe nicht nennen, aber es wird aus dem, das ist ja auch bekannt, aus dem KTF finanziert. Herr Jordans. Frau Ungrad, ein Argument für den Umstieg auf Wärmepumpen war ja, dass die Gaspreise infolge des Emissionshandels in den kommenden Jahren stark steigen werden. Gehen Sie weiterhin davon aus, und wenn jetzt die Leute trotzdem Gasheizungen, also diese von der FDP gewünschten Heizungen, die ja von Ihrem Haus, glaube ich, nicht so sehr gewünscht sind, einbauen, können die sich dann darauf gefasst machen, sehr, sehr hohe Heizkosten zukünftig zu zahlen? Na, denn das Brennstoffhandelgesetz gibt es ja trotzdem. Also das ist ja nicht weg. Das wird auch kommen. Die nächsten Jahre werden durch das Gesetz die Preise steigen. Das ist ja ein Fakt, der auch bekannt ist. Und vielleicht nur als kleiner Hinweis, das stand ja auch schon vorher im Gesetz drin, also auch im alten Gesetz drin, dass es ja eine Energieberatung gibt. Und wer sich eine Gaseinheizung einbaut, der wird ja eine Energieberatung bekommen und kann eine Energieberatung, geförderte Energieberatung bekommen und dann sich über diese Punkte auch, ob er eine Gasheizung für ihn lohnt, auch da, wo er wohnt, sicherlich gut beraten lassen. Aber das heißt ja, dass dieser Kompromiss, der da beschlossen wurde zwischen den Parteien, ist den Bürgern jetzt einfacher macht, sich selbst ins Knie zu schießen, wenn sie da eine neue Gasheizung einbauen lassen. Die Frage müssen Sie jetzt an die Koalitionsfraktionen richten. Das ist ja, der Kompromiss ist ja dort entstanden. Ich hätte jetzt, das stand auch im alten Gesetz erwähnt, dass es hier die Energieberatung gibt. Und die kann vor eventuellen Knieschüssen ja auch warnen. Weitere Fragen, Herr Jessen? Wie soll die Wärmewende eigentlich bis 2045 abgeschlossen sein? Nach meinem Kenntnisstand gilt doch bisher, dass ab 2045 weder Öl- noch Gasheizungen betrieben werden dürfen. Ist das korrekt? Und wird das auch eine Benchmark, eine Linie in dem von Ihnen jetzt vorbereiteten neuen Gesetzentwurf sein? Das ist das Ziel der Bundesregierung und bleibt auch das Ziel der Bundesregierung. Ja, Ziel oder Vorgabe ist ein Unterschied. Das ist für mich kein Unterschied. In dem Fall, wenn es ein Gesetz ist, steht es dann im Gesetz drin. Und Näheres zu dem Gesetz kann ich noch nicht sagen, sehr bald sagen. Herr Jung. Weil Sie gerade die Energieberatung angesprochen haben, wird die vom Staat bezahlt oder kann man die komplett absetzen von der Steuer oder muss man da auch noch Geld investieren? Das ist eine Förderung vom Staat. Förderung heißt komplett? Von der BAFA. Nee, anteilig. Warum? Aber einen großen Anteil, das kann man sich aber erkundigen. Das steht auf unserer Seite bereits und kann man sich auch bei den Verbraucherzentralen erkundigen. Die BAFA fördert das. Man kann sich auch bei der BAFA erkundigen, inwieweit das gemacht wird. Weitere Fragen zu diesem Thema? Entschuldigung, ein Satz noch, fällt mir gerade noch Energieberater ein. Ab
1.7. wird es hier auch noch mal Änderungen geben, wird auch die, innerhalb der BAFA, dass die Förderung noch mal, nicht die Förderung, sondern die Energieberater erweitert werden. Also dass die Energieberater, man mehr Chancen hat, an einen Energieberater zu kommen, weil das nochmal erweitert wird und die Zuständigkeit hier nochmal erweitert wird. Da wird die BAFA jetzt auch berichten. Es ist aber auch kein Geheimnis, deswegen kann ich das jetzt hier schon sagen. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Nienaber ein neues Thema. Ich wollte fragen, es gab Medienberichte, dass es bei den Haushaltsgesprächen eine Einigung gibt und dass der Haushaltsplan 24 am kommenden Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll. Wollte ich die Sprecherin des Finanzministeriums dazu fragen, inwieweit das zutrifft. Danke. Dankeschön. Also ich kann einmal die einzelnen Berichterstattungen nicht kommentieren. Und im Übrigen, der Minister hatte sich ja auch gestern noch mal dazu geäußert, dass am 5.7. der Regierungsentwurf im Kabinett beschlossen werden soll. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Ayash als nächstes an der Reihe. Herr Ayash, Sie sind als nächstes an der Reihe. Ich habe so eine Frage wegen in Palästina zurzeit. Heute Morgen haben die Israelis Militär, eigentlich Al-Aqsa-Moschee, so entströmt und die haben viele Gläubige getötet, geschlagen und alles. Ein europäischer Vertreter in Palästina sagte, dass diese Siedlung gegen Palästinenser, das ist als Terrorakte. Warum? Also gibt es eigentlich immerhin die Bundesregierung mit ihren strategischen Partnern, also mit UNO sprechen, so eine Revolution oder was, dass die Schutz der Palästinenser. Herr Jasch, die konkreten Vorfälle, die Sie da ansprechen, sagen mir jetzt nichts. Da müsste ich gegebenenfalls nachliefern zu. Und im Übrigen habe ich mich ja sehr ausführlich, ich glaube, es war am Montag und auch letzte Woche, zu der Problematik eingelassen, auch nochmal die grundsätzliche Position der Bundesregierung zur Siedlungspolitik Israels dargelegt. Insofern würde ich Sie da auf meine Äußerungen von Montag verweisen. Weitere Fragen dazu? Herr Nils, dazu? Ja, auch dazu. Die mir in BBC, CNN und Al Jazeera dargestellten tatenlosen Sicherheitskräfte auf der israelischen Seite, führen die zu einer gegenüber dem Montag noch aktuelleren Lagebeurteilung Ihres Hauses? Und im Kölner Stadtanzeiger war wohl, ich habe es nicht selbst gelesen, sogar eine etwas bedrohliche oder verstörende Lage für unseren Botschafter, den Hebestreit-Vorgänger Herrn Seibert, dargestellt worden. Gibt es da irgendwelche aktuellen Erkenntnisse aus Ihrem Haus? Also nochmal sozusagen, ich habe mich ja sehr ausführlich zu den Berichten zu Siedlungsplänen der israelischen Regierung eingelassen. Das ist etwas, was wir, und das haben wir ja konsistent immer getan, verurteilen, weil wir glauben, dass das einer Lösung des Konflikts und einer Zwei-Staaten-Lösung entgegensteht. Ich hatte ja auch sehr breit ausgeführt, dass wir, wenn es zu Vorfällen kommt, natürlich die Erwartung haben, dass die Sicherheitskräfte, die israelischen Sicherheitskräfte ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und öffentlicher Ordnung sorgen. Und insofern habe ich ja da unsere Erwartungen auch sehr klar ausgeführt. Und zu dieser Berichterstattung den Botschafter betreffend, da würde ich Ihnen gleich noch mal was nachliefern. Weitere Fragen? Dann brauche ich ja nicht nachzufragen. Weitere Nachfragen? Immer nachfragen natürlich. Zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Jung dazu? Herr Wagner, was ist denn aus dieser völkerrechtlichen Prüfung geworden, die Sie angekündigt hatten? Ging ja um die, also letzte Woche war das, glaube ich, wegen diesen Siedlungsplanungsprozessen und was jetzt Smotrich, der israelische Finanzminister, damit zu tun hat. Das wollten Sie ja prüfen lassen. Ich habe gesagt, wir werden uns angucken, was diese Änderungen da im Planungsverfahren
angehen. Wir haben jetzt noch keine Beschlüsse gesehen. Ne? Deshalb gibt es jetzt noch keinen neuen Stand, den ich Ihnen da mitteilen kann. Wir schauen uns das aber natürlich nach wie vor weiter an. Wenn Sie uns das proaktiv mitteilen, sobald da was rauskommt? Ich nehme an, dass Sie mich auch fragen werden, Herr Jung, aber ich beantworte dann die Fragen gern hier in der Bundespressekonferenz. Weitere Fragen dazu sehe ich jetzt nicht mehr. Dann hat Herr Jolkwa ein neues Thema. Ja, eine Frage zum Thema Sanktionen gegen Russland und Wirtschaft und Finanzen. Der deutsche Zoll hat begonnen, und zwar nur im Norden Deutschlands, Autos zu beschlagnahmen mit russischen Kennzeichen, mit Verweis auf die EU-Sanktionen. Was hält die Bundesregierung davon, dass es um Autos geht, die nicht für den Export, explizit nicht für den Export bestimmt sind, sondern von Privatpersonen genutzt werden, zum Beispiel von Fachkräften, die aus Russland nach Deutschland einwandern? Danke. Wieder an Sie verweisen. Ja, danke schön. Grundsätzlich muss ich Sie natürlich an den Zoll verweisen zu einzelnen und spezifischen Fragestellungen. Grundsätzlich beziehen Sie sich auf eine EU-Verordnung. Die ist natürlich ein verbindlicher Rechtsakt, den auch alle Mitgliedstaaten in der EU umsetzen müssen. Und natürlich steht es dann im Einzelfall dann auch jedem Eigentümer eines beschlagnahmten Fahrzeugs frei, sich mit Rechtsmitteln dagegen zu wenden. Ist denn dem Finanzministerium bekannt, dass in der englischen Variante der Verordnung vom Export geht, von Autos exported from Russia, und in der deutschen Variante für Autos, die aus Russland ausgeführt werden? Bei Ausführen kann man ja vieles verstehen, nicht nur den Export. Ja, dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass die Verordnung auch in deutscher Sprache das unmittelbar anzuwendende Recht ist. Das heißt, Sie halten diese Praxis für ganz normal und gesetzeskonform, auch wenn sie nur in Hamburg und Travemünde angewendet wird? Ich kann jetzt, wie gesagt, einzelne Fälle, auf die Sie sich beziehen, nicht kommentieren. Da liegen mir keine Erkenntnisse zuvor. Und da würde ich Sie, wie gesagt, bitten, sich an die Generalzolldirektion zu wenden. Das, was ich jetzt allgemein zu der zugrunde liegenden EU-Verordnung gesagt habe, habe ich bereits gesagt. Und darüber hinaus jetzt nichts weiteres mitzuteilen. Herr Nils, Ihr Handzeichen war für mich nicht eindeutig. Ist das direkt dazu Ihre Frage? An ein neues Thema. Okay. Ich weise nur mal darauf hin, ich habe hier relativ viele neue Themen und wir haben noch ein Briefing um 14.15 Uhr. Das nur mal so zum Zwischenstand. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann ist jetzt zunächst Herr Brössler der Nächste auf der Liste. Ja. Herr Hebestreit, Herr Kollatz, ist die Bundesregierung beunruhigt von der Verlegung von Soldaten der Wagner Privatarmee nach Belarus und teilt sie die Auffassung des polnischen Präsidenten, dass das eine harte Antwort auf dem NATO-Gipfel in Vilnius erfordert? Und wie könnte so eine Antwort aussehen? Herr Brössler, Sie haben ja sicherlich verfolgt, was wir hier von dieser Stelle Montag mitgeteilt haben. Wir beobachten weiterhin die Lage sehr genau, wie sich das, was sich am Wochenende in Russland zugetragen hat, jetzt, welche Folgen das zeitigt, auch was Verlegung von Soldaten womöglich auch nach Belarus anbelangt. Da gibt es aber zum aktuellen Zeitpunkt von uns keine verlässliche Lage, auf die wir uns stützen können. Insofern beobachten wir das. Und alles, was sich daraus aus möglichen Schlussfolgerungen anschließen würde, muss man wissen, wie die Lage ist und dann mögliche Schlussfolgerungen treffen. Und da würde ich da im Moment noch ein bisschen um Geduld bitten, aber dass wir das sehr ernst nehmen. Das haben Sie gesehen, spätestens durch den Besuch des Verteidigungsministers am Montag in Litauen und die Ankündigung, die dort ergangen ist. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir uns in engen Konsultationen mit unseren internationalen Verbündeten befinden, über das Wochenende, aber auch seither, und auch da immer wieder zu einer gemeinsamen Lageeinschätzung kommen wollen. Zusatz, da Sie schon den Besuch des Verteidigungsministers in Vilnius erwähnt haben, ist denn die dauerhafte Stationierung von 4.000 Soldaten in Litauen schon eine unmittelbare Antwort auf die Entwicklungen in Russland? Also kann man sagen, dass es zu dieser Entscheidung so nicht gekommen wäre ohne die Ereignisse in Russland? Es ist immer schwierig, so etwas monokausal dann am Ende zu begründen. Aber natürlich haben die Entwicklungen über das Wochenende dort auch eine weitere Dynamik erzeugt. Und der Verteidigungsminister hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass Deutschland dazu bereit ist, dauerhaft dort eine Kampfbrigade zu stationieren. Aber es gibt da auch
gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Das ist einerseits die Zustimmung des SACEURs, also des NATO-Oberbefehlshabers, was die militärische Seite angeht. Und andererseits muss auch vor Ort die Logistik für eine solche Kampfbrigade und alles, was sie begleitet, vorhanden sein. Das ist etwas, was auch noch ein bisschen Aufwand erfordert. Aber ich glaube, das war dadurch ein Gesamtpaket, was Boris Pistorius am Montag dann dort auch in Litauen verkündet hat. Frau Engelke? Ja, vielen Dank dazu. Inwieweit ist das auch diese Ankündigung der Stationierung gemeint als Signal der Bundesregierung vor dem NATO-Gipfel? Das zum einen an den Regierungssprecher und an Herrn Kollatz. Also eine dauerhafte Stationierung, ist das so geplant wie in Frankreich oder gibt es das schon bei der Bundeswehr? Also insgesamt ist es immer so, dass es das noch nicht gäbe, aber ich habe von diesem, das sind das glaube ich 700 Soldaten in Frankreich, könnten Sie einfach mal beschreiben, was alles dazugehört? Und dann hatte ich gestern den Eindruck, dass im Bundesverteidigungsministerium auch einige überrascht waren am Montag von dieser Ankündigung. Also ich gehe mal davon aus, dass es in der Bundesregierung abgesprochen war, aber inwieweit es auch im Verteidigungsministerium zumindest kommuniziert war. Vielen Dank. Dann nehme ich den ersten Teil, von dem ich auch sprechen kann. Der Bundeskanzler hat bei seinem Besuch in Litauen vor einem Jahr oder knappem Jahr war es, glaube ich, im August vergangenen Jahres schon mal deutlich gemacht, was diese Kampfbrigade angeht, dass wir bereit sind, dort sollte es nötig werden, engagiert zu sein. Es gibt das rollierende System, das wissen Sie, Mecklenburg-Vorpommern, dann immer die gleiche Truppe, die sozusagen reinrotiert und wieder rausrotieren kann. Und der Bundeskanzler hat auch gesagt, dass man immer wieder eine Lagebeobachtung, eine Lageeinschätzung übernimmt und sollte es da zu einer Veränderung der Einschätzung kommen, auch Konsequenzen zieht. Und insofern ist das schon als ein Schritt auch zu sehen als Konsequenz der veränderten Bedrohungslage vielleicht auch. Und ob das jetzt in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel in Vilnius in knapp zwei Wochen oder genau in zwei Wochen steht, ich würde sagen, es ist zumindest eine zeitliche Nähe, was die Äußerungen angeht, aber ich würde da keinen kausalen, engen Zusammenhang sehen. Zur Best Practice in der Bundeswehr kann ich darauf verweisen, dass einmal Illkirch natürlich einen gewissen Hintergrund hat, wo es um Stationierung, permanente Stationierung von Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien im Ausland geht. Aber das ist geübte Praxis. Ich habe jetzt im Kopf, dass es in den USA und Kanada ja auch eine Bundeswehrverwaltungsstelle gibt, die alleine etwa 2000 Menschen, aber nageln Sie mich nicht auf die genaue Zahl fest, betreut. Also ist das administrativ, organisatorisch sehr wohl weit verbreitet und auch lange erprobt. Die genauen Hintergründe für diese Brigade, was Organisation und Administration angeht, müssen natürlich noch sich fügen. Da kann ich jetzt auch noch nicht zu sagen, auch nicht zu Bezeichnungen von Truppenteilen oder Stationierungsorten oder Ähnlichem. Da muss ich Sie tatsächlich noch um Geduld bitten. Aber was Stationierung von Streitkräften im Ausland angeht, abseits der Stabilisierungseinsätze, können wir auf eine sehr gute und bewährte Praxis zurückgreifen. Und Ihre Frage zur Überraschung, jetzt weiß ich nicht, auf wen Sie sich da beziehen, BMVG oder Truppe. Da gibt es ja ein, zwei Medienberichte, die eben von dieser Überraschung berichten. Jetzt mag es sein, dass ich berufsbedingt oft Zeitung lese. Ich war jetzt nicht überrascht davon, dass dieses Thema irgendwann zu einer Entscheidung kommt. Sie haben ja auch gesehen, dass diese Entscheidung kommuniziert wurde im Beisein der höchsten militärischen Beratung, also des Generalinspekteurs, und auch unser politischer Direktor war dabei. Insofern können Sie auch davon ausgehen, dass das nicht nur innerhalb der Regierung abgestimmt ist, sondern auch einem Rat aus dem BMVG gefolgt ist und der Minister das alles reflektiert hat in seinen Worten. Nachfrage? Im politischen Raum gab es auch durchaus Überraschung. Also deswegen einfach die Frage. Es hat so den Eindruck gemacht, als sei da Montag diese Entscheidung, ich weiß nicht, auf dem Hinflug gefallen. Ja, also ob nun der genaue Zeitpunkt einer solchen Entscheidung vorher mit allen abgesprochen sein muss, lasse ich mal dahingestellt. Aber nochmal, der Herr Hippelstreit hat ja auch eben darauf hingewiesen, dass der Kanzler ja schon vor einem Jahr etwa mit dieser Kommunikation begonnen hat und wir auch immer sehr, wie ich finde, sehr transparent auch hier an dieser Stelle die Stimmen, die wir auch zum Beispiel aus Litauen bekommen haben zu den Forderungen einer Verlegung der Brigade, einer Brigade, immer hier auch mit unserer Sicht der Dinge belegt haben und dass dieser Diskussionsprozess sich jetzt mit vorbereitet
Vorbereitung auf den Vilnius-Gipfel und auch mit konkreter werden der litauischen Planungen dann auch dem Ende nähert, glaube ich, können den detaillierteren BeobachterInnen dann auch, da ist ein Fundament dahinter. Frau Engel, vielleicht darf ich auch ergänzen, nicht nur Oberst Kollatz, auch ich habe sehr aufmerksam Zeitung gelesen und ich habe gesehen, dass der Bundeskanzler über diese Ankündigung nicht überrascht gewesen sei und ich würde diesen Berichten nicht widersprechen. Davon war ich jetzt auch nicht ausgegangen, dass der Bundeskanzler überrascht war. Herr Grimm. Herr Kollatz, ich hätte eine Frage. Ich weiß nicht, ob sich Deutschland noch der NATO-Russland-Grundakte verpflichtet fühlt, aber die schließt ja eigentlich aus, dass dauerhaft Verbände auf dem ehemaligen Gebiet der Sowjetunion stationiert werden. Falls dem so ist, hat man damit die NATO-Grundakte aus deutscher Sicht beerdigt. Ich kann nur so einleiten, dass das ja zum einen kein Vertrag ist, in dem Sinne völkerrechtlich, sondern ein Einigungspapier. Aber zu den Details würde ich gerne die Unterstützung von Herrn Wagner bitten. Die gebe ich gern. Also die NATO-Russland-Grundakte bezieht sich ja ausdrücklich auf das Sicherheitsumfeld, in dem sie geschlossen wurde. Und dieses Sicherheitsumfeld hat Russland natürlich in den vergangenen Jahren immer weiter beschädigt, bis hin zu einem Angriffskrieg heute in Europa, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Deshalb kann die NATO-Russland-Grundakte in der jetzigen Lage sicher kein beschränkender Faktor für den notwendigen Ausbau der NATO-Ostflanke sein. Zusatz? Herr Kollatz, ich hätte noch eine Frage. Sie haben um Geduld jetzt hier nachgesucht. Allerdings, wie schnell wäre denn die Bundeswehr in der Lage, 4.000 Leute abzustellen? Sie haben ja massive Schwierigkeiten, überhaupt 1,5 Divisionen zusammenzukratzen. Sie müssen jetzt eine aufstellen bis 27, glaube ich, oder bis 25. Wird dann die Brigade Teil dieser Division sein oder nicht? Genau das sind die Fragen, die es noch im Detail abzustimmen gibt, ob nun eine Brigade aufgestellt oder verlegt wird und wo die Truppenteile herkommen, die diese Brigade dann bilden. Das ist genau Teil der Beobachtungen und Analysen jetzt. Wir benötigen ja auch noch die Zeitläufe, die sich aus den infrastrukturellen Vorbereitungen in Litauen hergeben. Und wir müssen die Ergebnisse des Gipfels in Vilnius auch noch abwarten, was sich daraus aus dem NATO New Force Model oder NATO Force Model ergeben. Auf darauf haben sowohl der Kanzler als auch der Minister hingewiesen, dass das noch Bedingungen sind, die es zu beobachten gilt. Aber die Rahmenbedingungen sind zu klären und werden dann so schnell wie möglich auch zu einer öffentlich mitteilbaren Lösung kommen. Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste, Herr Jung. Herr Beschreiber, weil der Kollatz so nebenbei gemeint hat, da müssen ja nicht immer alle zustimmen. Ich meine, das ist jetzt schon eine krasse Kehrtwende der Bundesregierung, jetzt eine dauerhafte, robuste Brigade nach Litauen zu schicken. Wann wurde das denn von wem entschieden? Also, Herr Jung, ich würde das keine krasse Kehrtwende als krasse Kehrtwende bezeichnen, sondern wir befinden uns in einer Situation, in der es im Baltikum einem engen NATO-Partner, also beim Dreien, um genau zu sein, Estland, Lettland, Litauen, massivste Sicherheitssorgen gibt. Und die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, ein Bündnis der kollektiven Verteidigung. Und dass die NATO klar dafür da ist, und das haben verschiedene Vertreter der Bundesregierung immer wieder deutlich gemacht, jeden Quadratzentimeter Territorium zu verteidigen gegen einen Angriff. Das ist gegen niemanden gerichtet im Sinne von einer aggressiven Tat, sondern das ist eine Sicherungsmaßnahme, wenn man es so nennen will. Und das ist im vergangenen Jahr vom Bundeskanzler natürlich in Abstimmung mit der Bundesregierung schon angekündigt worden, dass man sich das anguckt und bereit steht, die Partner zu unterstützen. Das ist auch Teil unserer Bündnisverpflichtung, die wir haben und die wir auch bereit sind zu erfüllen. Und jetzt gibt es eben dieses Angebot, und ich habe nochmal die beiden Vorgaben sozusagen auch nochmal klar benannt, nämlich es muss sowohl die militärische Zustimmung seitens der NATO-Führung kommen, also das Supreme Allied Commander Europes, und gleichzeitig muss die infrastrukturelle Voraussetzung für eine solche Stationierung geschaffen werden. Das dauert auch noch eine Weile sicherlich. Das ist nichts, was innerhalb weniger Wochen oder Monate entstehen kann. Und das ist aber ein sicheres, wichtiges Zeichen, Signal an die sich dort massiv bedroht fühlenden NATO-Partner, dass man sie nicht alleine lässt. Und genau in diesem Rubrum ist es zu sehen,
Im Übrigen, wenn es eine Attacke, einen Angriff auf NATO-Territorium gäbe, dann wären wir gehalten, dort auch mit allem, was wir haben, zu helfen. Ich meine, die Kehrtwende bezieht sich darauf, dass das Kanzleramt und das Verteidigungsministerium bisher die Auffassung vertreten hatten, dass es genüge in Deutschland eine Brigade vorzuenthalten, die im Ernstfall in Litauen eingesetzt wird. Aber da hat es ja auch eine deutliche Lageveränderung in den letzten Tagen nochmal gegeben, das nur zur Erinnerung für das Gesamtbild. Ernstfall scheint ja noch nicht da zu sein. Herr Kollatz, dazu aber eine Frage. Also gibt es aktuell, die Bundeswehr verfügt aktuell um eine komplette Brigade, die sofort und ohne längere Vorbereitungszeit in der Lage wäre, einen Kampfauftrag über mehrere Wochen durchzuführen, ja? Also Sie wissen, wie wir in die Reaktionskräfteplanungen der NATO eingebunden sind. Sie wissen, dass wir in den aktuellen VDTF-Aufstellungen fünfstellig Kräfte eingemeldet haben, die in bestimmten Reaktionszeiten in der Lage sind, auch auf eine aktuelle Bedrohung zu reagieren. Das ist doch etwas anderes, als Sie jetzt versuchen hier herzustellen mit der Verlegung einer Brigade, eines Brigadeäquivalents nach Litauen. Die Zeitläufe dazu sind ja auch noch nicht vollständig definiert. Die geben sich im Wesentlichen, auch das ist bereits gesagt worden, aus den von uns dann ja auch mitgetragenen Forderungen der NATO, New Force Model oder NATO Force Model. Und diese Rahmenbedingungen, und ich sage es nochmal, inklusive der infrastrukturellen Voraussetzungen, werden dann den Rahmen bestimmen, wann wir diese Brigade dort auch dann stationieren. Es ist jetzt nicht von der Bundeswehr gefragt, noch eine zusätzliche Brigade verlegebereit ad hoc im Stundenrhythmus vorzuhalten. Das können wir natürlich nicht, ist aber auch nicht von uns gefordert und macht auch keinen Sinn. Im Übrigen, um Ihre erste Frage nochmal oder vorherige Frage nochmal aufzugreifen, ich glaube, dass das auch in keiner Weise eine Kehrtwende ist, sondern im Gegenteil eine konsequente Umsetzung der Zeitenwende, wie wir sie eben aus Erkenntnis der Folgen des Angriffskrieges, des Raubüberfalls Russlands auf die Ukraine eben gezogen haben. Herr Grimm. Herr Kollatz, haben Sie denn überhaupt das Geld dafür und die Leute für diese Brigade? Sie suchen ja Personal, das Sie nicht kriegen. Die Bundeswehr soll aufwachsen auf über 200.000 Leute, kriegen Sie nicht. Das Sondervermögen zeichnet sich ab, ist eigentlich schon überzeichnet. Wie wollen Sie diese Brigade robust ausstatten und mit wem? Wer soll da hingehen? Zum Geld, da sind wir ja gerade in den Verhandlungen. Kann ich jetzt noch nicht im Einzelnen etwas zu sagen, außer dass sich die Regierung und das ist ja inzwischen auch Gesetzesform zum 2%-Ziel der NATO bekannt hat. Was das Personal angeht, haben wir jetzt eine nationale Sicherheitsstrategie, aus der werden sich jetzt verteidigungspolitische Richtlinien entwickeln und daraufhin werden wir dann unser Fähigkeitsprofil neu definieren und dann schauen wir, wie sich aus diesem Fähigkeitsprofil auch ein Personalkörper, der unterstützbar ist, dann herauskristallisiert. Das sind aber auch Dinge, die noch Zeit brauchen. Weil Sie immer wieder den zeitlichen Aspekt ansprechen, wie viele Jahre wollen Sie denn den Litauern versprechen, bis Sie die 4.000 Mann dahinstellen? Das eine hängt jetzt mit dem anderen nicht zusammen. Wir haben ja zugesagt, dass soweit die Litauer bereit sind, die Infrastruktur bereitzustellen und wir seitens der NATO das auch erkannt haben, dass es ins Konzept passt, die Kräfte bereitstellen werden. Punkt. Weitere Fragen, Herr Jessen? Ja, da eben im Hinblick auf die NATO-Grundakte ausgeführt wurde, dass diese ja faktisch obsolet sei. In der vergangenen Woche hat der Bundeskanzler vom Bundestag aber erklärt, er sei gegen eine Kündigung der NATO-Grundakte. Also warum hält die Bundesregierung an einem Vertragswerk oder einer Verabredung fest, wenn diese inhaltlich doch hinfällig ist? Und vor allem, wenn man sagt, naja, bei der Stationierung müssen wir uns daran nicht mehr halten. Also ich bitte mal. Herr Jessen, ich habe ja die Wortwahl, die Sie da eben gewählt haben, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die NATO-Russland-Grundakte sozusagen im Lichte eines Sicherheitsumfeldes abgeschlossen wurde, dass heute nicht mehr, wenn man jetzt auf die aktuellen Entwicklungen und auf die aktuelle Bedrohung durch Russland schauen kann, kein beschränkender Faktor sein. Die NATO-Russland-Grundakte gibt ja eine ganze Reihe von wichtigen Prinzipien aus, die dort festgehalten sind. Dazu gehört unter anderem auch territoriale
Souveränität. Und wir fühlen uns natürlich weiterhin an diese Prinzipien gebunden. Und die Bundesregierung hat ja im Übrigen auch nicht die NATO-Russland-Grundakte widerrufen oder einseitig aufgekündigt. Insofern gilt das, was ich eben gesagt habe. Und bitte das so zur Kenntnis zu nehmen, wie ich es gesagt habe. Ja, ja. Ich finde aber, wenn Sie sagen, ja, das hat sich so sehr verändert, dass dann mindestens für die Frage der Stationierung oder der eigentlich in der Grundakte ausgeschlossenen Stationierung auf ehemaligen Sowjetterritorium, wenn sie da nicht mehr gilt, in anderer Hinsicht aber dann doch wieder gelten soll, das kann man auch ein inkonsistentes Verhältnis zu dieser Verabredung und ihren Kriterien ansehen. Finden Sie nicht? Vielleicht darf ich da helfen, das inkonsistente Verhältnis, das hat im Augenblick Russland bei der NATO-Russland-Grundakte, weil wenn man einen Nachbarn überfällt und gegen die Grundlagen auch der KSZE bzw. OSZE massiv verstößt, dann verändert sich das, was wir so euphemistisch das sicherheitspolitische Umfeld nennen. Jetzt ist natürlich die Frage, die Sie stellen, warum kündigen wir dann die NATO-Russland-Grundakte nicht? Und es ist immer einfacher, über einen Vertrag, den es gibt, als Dokument, als Grundlage zu sprechen, als überhaupt wieder in Gespräche einzusteigen, um ein ganz neues Dokument zu verhandeln. Das ist im Augenblick nicht die Sachlage, ist auch im Moment aussichtslos. Und deswegen sagen wir, dass genauso wie Russland im Augenblick Dinge tut, die im Geist dieser Akte widersprechen, ist die Reaktion darauf auch etwas, was dem Geist dieser Akte nicht unbedingt sofort im Einklang zu bringen ist, allerdings auf die Veränderung zwangsläufig nötig. Herr Jung. Diese angesprochene Rede von Herrn Scholz im Bundestag letztes Jahr, da hat er gesagt, es sei unklug, Putin durch eine Kündigung Munition zu liefern. Jetzt ist keine Kündigung im Raum, aber man liefert doch dem russischen Präsidenten tatsächlich Munition, wenn man jetzt Kampftruppen verlegt, die ja in diese NATO-Russland-Grundakte ausgeschlossen sind. Räumen Sie das ein? Nein, das räume ich nicht ein, weil ich ja genau, das bestätigt ja guterweise genau das, was ich vorher gesagt habe, dass wir diese Akte nicht kündigen. Man könnte ja auch, und darauf bezieht sich die Äußerung des Bundeskanzlers, man hätte ja als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg hingehen können und sagen können, wir kündigen die NATO-Russland-Grundakte, weil der russische Angriffskrieg in einem eklatanten Gegensatz zu dieser Akte steht. Aber nein, das haben wir nicht getan, sondern wir sagen, wir halten weiterhin daran fest. Die jetzige Situation ist aber eine, auf die wir natürlich reagieren müssen, genauso wie Russland gegen diese Akte und den Geist der Akte verstößt, können wir uns auch an der Stelle nicht daran gebunden sehen. Und trotzdem halten wir daran fest, dass es richtig ist. Und es umfasst ja eine ganze Menge an gegenseitigen Vereinbarungen, die man in einem Zuge sonst mitkündigen würde. Und deswegen hat der Bundeskanzler recht, indem er sagt, es sei unklug, sie zu kündigen. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt die lange Liste der anderen Themen, hat sich vielleicht gerade aufgelöst. Ich schaue jetzt mal. Herr Grimm wäre der Nächste. Das war das Thema. Oder gibt es noch ein anderes Thema bei Ihnen? Ja? Ich hätte noch mal eine Nachfrage zum Haushalt. Ist denn dort, wenn jetzt eine Einigung näher rückt, noch das Globalziel der Einsparung von 20 Milliarden enthalten? Wie gesagt, der Kabinettentwurf oder der Regierungsentwurf kommt bald ins Kabinett und dann werden Sie auch alles Weitere erfahren. Na, ich will es aber jetzt erfahren. Herr Grimm, dann kann ich Ihnen helfen, insoweit, dass sich die Rahmenbedingungen des Haushaltes in den letzten Wochen nicht verändert haben. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ich würde auch ungern noch mal ein Thema aufmachen, was wir schon hatten. Auf der Liste als Nächste Frau Engelke, hat sich erledigt. Frau Hasenkamp. Ja, nochmal Thema Mali bitte, Herr Wagner, Herr Kollatz. Das MINUSMA-Mandat der UNO ist wohl gerade umstritten oder wird neu verhandelt oder es ist unklar, was da rauskommt. Vielleicht können Sie uns da mal auf den Stand bringen, was Sie erwarten und was Ihnen das liebste Outcome wäre sozusagen. Und Herr Kollatz, nochmal die Frage mit dem, wie schnell kann die Bundeswehr denn raus sein, wenn es sein muss und unter welchen Kosten sozusagen, in Anführungszeichen? In der Tat ist es so, dass das Mandat der MINUSMA gerade im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York auf der Tagesordnung steht. Da laufen jetzt die Gespräche. Frankreich ist ja da der Penholder und Sie haben ja auch die Äußerungen des malischen Außenministers sicher am 16. Juni zur Kenntnis genommen, der ja einen Abzug der MINUSMA wünscht. Insofern
Laufen da jetzt unter Hochdruck die Gespräche, wie man diesen sozusagen diesen Vorstellungen der Transitionsregierung in Mali, aber auch natürlich den Bedürfnissen der Truppensteller, zu denen wir ja auch gehören, und vor allen Dingen natürlich die Interessen der Menschen vor Ort im Blick haltend, wie man dem gerecht wird. Und diese Gespräche laufen. Und ich kann jetzt einem Ergebnis auch nicht vorgreifen, aber wir führen dann natürlich auch als Truppensteller Gespräche und sind mit Partnern in Kontakt und bereiten uns da auf alle möglichen Szenarien vor. Zu den Zeitlinien. Als der Beschluss verkündet wurde, hatten wir den Vereinten Nationen 18 Monate Zeit gegeben, sich auf die Veränderungen einzustellen. Das ist genau der Rhythmus, den die UN auch sich idealerweise wünscht, der auch nicht immer eingehalten wird für uns selbst. Und das ist ja auch eine Lesson identified, vielleicht sogar learned aus Afghanistan. Brauchen wir in etwa für ein solches Kontingent 12 Monate, um geordnet abzuziehen. Das geht dann auch mal schneller, kann dann höhere Kosten verursachen. So als Beispiel nur in den Raum jetzt für Mali haben wir zu Beginn der Abzugsplanungen oder auch der Abzugsbewegungen etwa 1500 Containeräquivalente gepackt gehabt, die es abzubergen oder nach Hause zu bringen galt. Da ist auch immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde gelegt, muss alles mit raus, wie teuer ist der Transport, kann es vielleicht da bleiben, den Maliern übergeben werden oder vielleicht auch zerstört werden, wenn es nicht übergabefähig ist. All das sind Dinge, die in die Planung mit eingegangen sind. Der Abzugszeitraum diesseits der 12 Monate richtet sich danach, was operativ opportun ist. Reden wir von einer Gefährdungslage, und wir reden im Moment nicht davon, dass es durch die Resolution, die sich jetzt andeutet, eine Änderung in der Gefährdungslage gibt, könnte dann aber erfordern, aber das ist eine Eventualfallplanung, dass es schneller gehen muss. Und wenn akut eine Gefährdung ist, dann geht das auch mal innerhalb von, ich sag mal, Tagen, dass wir abziehen. Aber das sind dann schon erhebliche und sehr hohe Kosten, die dann entstehen. Aber nochmal, da sind wir weit von entfernt. Wir gehen davon aus, dass wir auch mit einer Änderung der Resolution unsere Abzugsplanung einhalten können. Und einen geordneten Abzug im Rahmen des vorliegenden Bundestagsmandats, das nennt sich ja ein strukturiertes Abzugsmandat, vollumfänglich einhalten können. Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Die Art oder der Zeitplan, wie schnell man aus Mali rausgeht, der war ja durchaus umstritten innerhalb der Regierung. Ich glaube, da war sogar der Bundeskanzler in ein entscheidendes Gespräch involviert. Jetzt stellt sich die Situation dar, dass man quasi nicht selbstständig entscheiden kann, sondern abhängig ist von anderen, von der malischen Regierung natürlich, aber vor allem auch jetzt von den Verhandlungen in New York. Ist das nicht ein bisschen unbefriedigend? Das BMVG hat, glaube ich, für einen früheren Abzug plädiert immer und wurde da vom Auswärtigen Amt so ein bisschen rausverhandelt. Würde man es jetzt genauso nochmal machen? Also ich meine, wir müssen jetzt umgehen mit dem Wunsch der Transitionsregierung in Bamako, denn auch die MINUSMA kann nicht gegen den Willen der Transitionsregierung in Mali verbleiben. Insofern laufen da die Gespräche, und ich glaube, für uns ist wirklich höchste Priorität, dass dieser Abzug sicher und verantwortungsvoll und mit Blick auf das Interesse der Menschen dort vonstatten geht. Und insofern bringen wir uns in die Gespräche da in New York ein. Wir sind ja nicht selbst im Moment Mitglied des Sicherheitsrats, aber wir sprechen natürlich auch mit unseren Partnern dort. Ich habe jetzt zu dem Thema noch Herrn Jung und Herrn Clement auf der Liste. Und dann würde ich gerne noch schaffen, weil Herr Nils auch schon sich sehr früh mit dem Thema angemeldet hat. Mehr, sage ich gleich, werden wir heute nicht mehr schaffen, weil wir eine kurze Umbaupause brauchen bis zum Briefing, wo auch die EU-Kollegen dazu geschaltet sind. Herr Jung. Das war das Thema, was ich angemeldet hatte. Darum hat sich das erledigt. Das Kabinett hatte ja beschlossen, dass bis Mai 2024 abgezogen wird. Jetzt, wenn das jetzt mit dem Entwurf der Franzosen so geht, dann könnte es höchstens so eine Übergangszeit bis zum Jahresende geben, habe ich verstanden. Das bestätigen Sie auch. Also dieses Mai 2024 ist damit obsolet. Nee, das kann ich eben nicht bestätigen, weil die Verhandlungen in New York ja noch laufen. Ja. Denkbar sind da viele Zeitpunkte. Sie kämpfen für Mai, oder was? Nein, es gibt ein Mandat des Bundestages, das den Zeitpunkt vorsieht, den Sie genannt haben. Und es gibt jetzt in New York Verhandlungen über ein Abzugsmandat für die MINUSMA. Und da sind mehrere Zeitlinien denkbar, aber diese Gespräche laufen. Und
Herr Wagner, weil es ja auch bekannt ist, dass das Militärregime in Mali mit der Wagner-Gruppe eng zusammenarbeitet. Wird es da jetzt von deutscher Seite oder von westlicher Seite nochmal Versuche geben, der malischen Seite klarzumachen, mit wem man dort eng zusammenarbeitet und das vielleicht doch keine gute Idee ist? Also das ist ja etwas, was wir in unseren Kontakten, und es gab ja Reisen verschiedener Mitglieder dieser Bundesregierung und immer wieder Gespräche vor Ort, natürlich immer wieder deutlich machen, dass wir der Ansicht sind, dass anders als Russland es vielleicht darstellen mag, es von Russland keinen nachhaltigen Beitrag für die Stabilität im Sahel gibt. Und natürlich wird auch durch den Abzug, das sind ja 12.000 Soldaten, die MINUSMA, ein Sicherheitsvakuum entstehen, was sicher nicht von den von Ihnen angesprochenen Kräften gefüllt wird. Insofern ist das natürlich Gegenstand von Gesprächen, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass die malische Transitionsregierung den Abzug von MINUSMA wünscht. Herr Clement? Ja, Herr Kollatz, ich würde gerne noch mal nach den Kosten eines vorzeitigen Abzugs fragen, weil Sie gesagt haben, es brauche 12 Monate für einen geordneten Abzug. Wenn wir jetzt den hypothetischen Zeitraum Ende des Jahres nehmen, den Sie ja nun vielleicht kalkulieren müssen, würde sich dieser Zeitraum ja um fast die Hälfte verringern, um 5 Monate jedenfalls. Und Sie sagen trotzdem, es bliebe bei einem geordneten Abzug, ohne dass viel Material zurückgelassen oder sogar zerstört werden müsste. Wie bringe ich diesen Widerspruch übereinander? Vielleicht darf ich an die Zeitabläufe erinnern, dass mit dem Beschluss das Kontingent spätestens Ende Mai 2024 abzuziehen, die Vorbereitungen für den Abzug begonnen haben. Das waren 18 Monate. Und wenn wir jetzt die noch hypothetisch möglichen 5 Monate abziehen, sind wir immer noch bei 13 Monaten. Und auch da sind schon Reserven eingeplant. Ich sehe Ihre Rechnung nicht. Ich sehe keine weiteren Fragen zu dem Thema. Dann Herr Nils mit dem letzten Thema. Ja, noch mal kurz Afrika und Herr Wagner. Ich bitte Sie nicht, die Ministerin zu interpretieren, aber vielleicht Ihre Gedanken zu vertiefen. Sie hat ja in Südafrika und mit Südafrika in den Gesprächen erklärt, hoffnungsvoll, positiv gestimmt, dass nun in der Haltung zu dem Angriffskrieg Russlands sich einiges geändert habe. Ich weiß aber nicht, was genau. Ist der Krieg von zum Beispiel Südafrika nun klar verurteilt worden oder ist lediglich, was so durchschimmert, quasi gesagt worden, na ja, das sind natürlich Souveränitätsrechte, wie sie in der UNO stehen, in UNO-Papieren stehen, die da verletzt wurden. Was genau hat Frau Baerbock mitgebracht? Also dazu gab es ja eine lange Pressekonferenz gestern und ich würde sozusagen die Worte der Ministerin stehen da für sich. Es gab ja sehr lange Gespräche in Mali mit ihrer mit ihrer südafrikanischen Amtskollegin, aber auch mit dem südafrikanischen Präsidenten, wo dieses Thema im Zentrum stand. Und ich kann Sie deshalb auch nur auf die Äußerungen der Ministerin verweisen. Zieht denn in Ihrem Hause sozusagen eine Welle auf, die da mehr diesen 141 in der UNO Gegnern des Krieges entspricht? Also eine Welle der klaren Ablehnung oder bleibt es bei diesem schwankenden Kurs? Wir wissen nicht, ob wir Sanktionen zustimmen sollen oder nicht, nicht nur in Südafrika, sondern sonst wo. Was ist da in Bewegung gekommen oder etwa nichts? Also ich sehe da keinen schwankenden Kurs, sondern was wir wahrnehmen bei unseren Gesprächen in der Welt, und ich glaube, das gilt auch für andere Mitglieder dieses Kabinetts, ist, dass es in vielen Teilen der Welt eine große Sorge gibt über die globalen Auswirkungen dieses russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Und insofern kann ich nicht feststellen, dass es da ein Wanken gibt. Die überbordene Mehrzahl und Mehrheit der Generalversammlung in UN hat mehrfach diesen Angriffskrieg verurteilt. Und dass wir uns natürlich alle einen schnellen, möglichst raschen Weg zu Frieden wünschen, ist klar. Aber dass der natürlich nur auf Grundlage der UN-Charta und der Prinzipien der UN-Charta gefunden werden kann, ist auch allen klar. Vielleicht kann man auch noch ergänzen, der südafrikanische Präsident war mit einigen seiner afrikanischen Staats- und Regierungschefs vor wenigen Wochen sowohl in Kiew als auch in St. Petersburg, hat sich da also vor Ort sowohl mit Volodymyr Zelensky als auch mit dem russischen Präsidenten auch über diese Frage unterhalten.
Und gleichzeitig muss man immer wieder, und das merken jede, wir alle, die wir unterwegs sind in der Welt, ist die Betroffenheit, was diesen Krieg angeht, sehr unterschiedlich und natürlich auch die Abhängigkeiten, die Länder haben und die Folgen, die sie zeitigen müssen aus den Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Da gibt es Abhängigkeiten, was Waffenlieferungen, was Energielieferungen, was Düngermittel angeht. Es gibt alte Verbindungen, weil man sich ideologisch früher näher war oder so. Und allenthalben ist das Entsetzen über diesen Krieg und über diesen Versuch, Herr Kollatz hat das vorhin einen Raubüberfall genannt, den Versuch, Grenzen mit Gewalt zu verschieben. Und trotzdem, und wir haben 141 Länder oder 143 Länder Vereinten Nationen, die das klar verurteilt haben, und trotzdem fällt es vielen Ländern trotzdem nicht einfach, die nächsten Schritte zu gehen, einfach weil sie auch auf sich selber gucken müssen und nicht nur das Völkerrecht hochhalten müssen, sondern auch für die Versorgung ihrer Bevölkerung zuständig sind und auch Abhängigkeiten berücksichtigen müssen. Also insofern sehe ich da auch keinen schwankenden Kurs. Das, was wir tun, was die Außenministerin tut, der Verteidigungsminister, der Bundeskanzler und alle, die im Namen der Bundesregierung unterwegs sind, immer wieder deutlich zu machen, wie wir die Lage sehen, wie wir auch darauf blicken, was passieren muss, auch wie ein fairer Frieden aussehen kann. Und auch alle versuchen, ihre Einflussmöglichkeiten auf insbesondere Russland zu nutzen, dass es da vorankommt. Aber dass das eine schwierige Situation ist, ist niemandem verborgen geblieben. Herr Jessen, ich muss Sie wirklich bitten, Ihre Frage aufzuheben bis zum Freitag, weil wir tatsächlich die kurze Pause brauchen. Haben Sie Verständnis auch für unsere Büromitarbeiterinnen, bitte? Dann bedanke ich mich bei unseren Gästen fürs Kommen und beende die Pressekonferenz. Yeah.